Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce-Kanal. In der letzten Folge hatten wir die Free Agency durch. Da habt ihr schon gesehen, haben wir unseren neuen Kader eben entsprechend geformt. Unter anderem wir jetzt Lillard und Jokic, zwei Megastars in ihrer Prime. Lillard geht so ein bisschen dem Ende entgegen mit seinen 33 Jahren, aber noch ist er es. Jokic absolut in seiner Prime. Und dazu eben ein Verne Daytona, dem besten Rookie seit Zion Williamson. Wir gehen in die Spielentwicklung rein und schauen dann mal. Ja, Lillard ein verloren, Jokic ein verloren. Harris bisschen dazugewonnen, Outlaw. Bertrand sogar, Mason. Ja, Whiteside natürlich extrem verloren, Curry. Ja, Satoransky, Barton, Powell, also einige Free Agents, die wir geholt haben, haben natürlich auch ein bisschen was verloren. Wir gehen einfach mal im Schnelldurchlauf so ein bisschen durch. Hier sehen wir die Wizards auch, ey, McCollum. Embiid Simmons verliert sogar, krass. Ist natürlich interessant, die Stats. Antetokounmpo natürlich der absolut krankeste Typ. What the fuck, Chapman, plus 15. Wir gehen das Ganze mal schnell durch. Irgendwas, falls irgendwas Interessantes auftaucht. Hier plus 3 zum Beispiel, Hunter. Gobert und Butler verlieren, okay, die Heat. Javon Cage natürlich absolut verdient, wenn man sich ansieht, was der geworfen hat, dass er jetzt eine 90 hat. Brockton sogar eine 92. Krass. Mitchell. Das Team, das immer gut aufgestellt ist, aber irgendwie nichts gewinnt. Okay, die Lakers. Wie kann man bitte ein 84er Verne Daytona mit 20 Jahren, der beste Pick seit Zion Williamson, mit dem meisten Potenzial für die beiden eintauschen? Lakers at its best. Natürlich für die Kaderbreite top. Aber die haben keinen einzigen Top-Superstar mehr. In der Free Agency Anthony Davis verloren an die Dallas Mavericks. Und LeBron James hat seine Karriere beendet. Chris Paul auch. Ganz, ganz schlechter Lakers-Move. Damit haben die sich richtig ins Aus manövriert. Denn die hätten mit Daytona nicht in diesem Jahr. Ja, sie haben wahrscheinlich einfach Miles Bridges schon gehabt, oder? Nee, auch erst in der Free Agency geholt. Sonst hätte man jetzt argumentieren können, sie hatten schon einen guten jungen Small Forward. Aber nicht so der Fall. Wir hätten da krass verloren. Green. Draymond Green haben sie geholt. Was soll denn das für eine Altersheimgruppe sein? Conley? Green? Oladipo, auch wenn ich ihn feier? Oh, die Lakers. Naja, zu den Predictions der Teams. Kommen wir ja noch zum anderen Zeitpunkt. Kyrie sogar etwas verloren, was ich schwachsinnig finde. Zweimaliger Finals MVP, sich sogar nochmal gesteigert. Manchmal würde ich da am liebsten direkt nachhaken und einfach selber Hand anlegen und halt wirklich sagen, okay, ich bearbeite hier die Werte. Aber nun gut, ich mache es nicht. Kawhi verliert auch langsam. Ja, die Nuggets auch ganz bitter. Jokic verloren. Ja, die Pacers, Bamba. Wie lang fällt denn der aus? Oh, die Pacers. Vielleicht haben sie auch deswegen Daytona noch getradet und wollten die drei Picks, weil sie wussten, Bamba fällt die nächste Saison aus. Oh, Achilles sehen das immer bitter. Sie haben aber ein junges Team, oder? Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Tobias Baumgartner haben sie ja auch. Der erst 23 ist. Die haben ein mega Team. PJ Washington, war der nicht bei den Hornets? Ja. Crazy. Die Pacers bauen sich was für die Zukunft auf. Ja, Zion Unstoppable. Pascal Siakam, Rockets, Spurs, Paul George verliert immer mehr. Devin Booker. Ah, nicht ganz so krass, wie er hätte sich entwickeln müssen. Mit seinen 26 Jahren. Towns. Okay. Das auf jeden Fall. Dazu müsst ihr mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie findet ihr es überhaupt, dass ich so gerne eben auf die ganzen Statistiken so aufgehe, weil ich kann mir vorstellen, den anderen interessiert sich. Ich muss sagen, ich bin da immer mega heiß drauf. Ich finde den ganzen Kram immer geil, mir das alles genau anzugucken, wie hat sich was entwickelt. Ich finde es einfach nice, weil dann sieht man halt einfach, wo die NBA im jetzigen Jahre halt steht, wo man ist. Das Ganze quatsche ich voll, während wir hier in der Summer League sind, die mich halt noch nie interessiert hat. Ich habe noch nie ein Summer League Spiel gemacht und es hat mich auch noch nie interessiert, wer gewinnt oder nicht. Weder im echten Leben noch ja, irgendwie im Spiel. So. All-Star-Stadtwahl? Dallas.
Ah, ja, Fidelis läuft es, ne? Porzingis gehalten, Doncic ist noch da und Anthony Davis bekommen. Das ist natürlich mega heftig. Und ja, Rookie-Draft-Jahrgang. Ich weiß, habe ich überhaupt noch einen? Ich muss mal wieder neue Rookie-Draft-Jahrgangs erstellen. 24er habe ich noch. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung mehr, wer welcher Spieler irgendwie gut ist oder auch nicht. Hier natürlich, ja, kann man simulieren, interessiert eh nicht. Trainingslager. Ja. 3 von 3 Trainingslager mache ich ganz klar. Erstmal Distanz. Werde ich den Hartenstein weiterhin werfen lassen, weil er muss und die Dreier treffen. Ganz wichtig. Boah, hat jetzt schon eine 84 in den Dreier und Mitteldistanz 83. Das ist sehr, sehr wichtig. Er ist unser Big Man, der shooten soll. Dann. Gewicht. Gerade beim Thema Gewicht muss ein Mann zulegen und das ist Robin Outlaw, glaube ich. Das hat man im Duell gegen. Ja, Athletik vielleicht sonst eher noch. Was wiegt denn er? Er wiegt 108 Kilo. Der könnte bei Gewicht halt nochmal richtig zulegen. Dann wäre er körperlich besser dran, um gegen jemanden wie Zion Williamson zu verteidigen. Ich gebe ihm das Gewicht. 81 Stärke, das ist schon mal deutlich besser. Und. Wem haben wir denn noch? Varun Daytona. Ich will mal kurz einfach mal gucken, wo muss er sich denn verbessern? Er hat ja nahezu keine Schwächen, aber es ist Post-Defense und Rebounding. Ich sag mal so, er ist Small Forward. Rebounding ist nicht das Erste, was er machen will. Dann lieber die Defense. Basketball 101, Perimeter-Defense, Pick-and-Roll-Defense, Halb-Defense, aber keine Post-Defense. Hier Perimeter-Defense, Steals, Passwahrnehmung. Big Man Defense. Help Defense blocken. Defense in der Zone. Wurferschwörung. Defensive Konstanz. Das müsste ja alles für die Post hier sein, ne? Big Man Defense. Ja. Die kriegt jetzt Varun Daytona, um seine Schwächen auszugleichen. Help Defense IQ 85. Blocken hat er jetzt eine 69. Defense in der Zone 59. Wurferschwörung richtig stark und defensive Konstanz eine 95. Ganz entspannt. Mehr können wir nicht. Und ja, zur nächsten Saison können wir schon mal vorrücken. So, jetzt gehen wir da natürlich gleich in die taktischen Einstellungen. Gucken wir mal. Erstmal hier der Schedule. Boston, Charlotte und Wizards. Interessant. Und dann schon die Nets am vierten Spieltag. Krass. Interessant, Coaching. Ich gehe wahrscheinlich mit einer 9er bzw. 10er Rotation erstmal in die Saison. Lillard natürlich erste Scoring Option. Zweite wird Varun Daytona. Und dritte lasse ich mal offen. Über Star durchschnittliches Tempo. Ja, Rebound bleiben wir mal so. Was das angeht, werde ich alles lassen. Wir gehen natürlich hier hoch. Banknutzung wird natürlich auch deutlich erhöht. Erstmal vom Computer die Rotation. Nee, gefällt mir so nicht. Gefällt mir noch nicht ganz so, denn. Hoppala. Kevin Love kommt nämlich von der Bank. Er soll Sixth Man werden. Hartenstein von der Bank. Bertrands, Mason. Und Whiteside aktuell macht aber nicht ganz so viel Sinn, da wir eigentlich schon, obwohl, ich glaube sogar eine 9er Rotation macht mehr Sinn. Wir brauchen keine 10er. Wir brauchen eine 9er Rotation. Powell und Barton sind dann erstmal außen vor. Ennis, Curry, Saturanski und Whiteside hat man halt optional, aber in der Rotation wären sie jetzt nicht drinne. Ja, Lillard würde ich 35 Minuten geben, Jokic auch 35. Dann Harris 30, Daytona kriegt 35 und Outlaw 30.
Das heißt, unsere Stars werden viel spielen. Von der Bank aus dann. Ist natürlich nicht ganz so leicht. Du hast hier natürlich jetzt die beiden Big Men. Und Bertrands momentan. Ah, das ist schwierig. Von der Aufteilung her. Das ist natürlich ganz schwierig von der Aufteilung her, weil du kannst nicht nur. Du kannst nicht die meiste Zeit der Bank nur an Power Forwards und Centers abgeben. Deswegen kommt Curry doch noch rein. Wären auch nur für 9 Minuten. Beziehungsweise. Hartenstein wird ein bisschen weniger kriegen. Love. Ja, Bertrands wird eher derjenige sein, der am wenigsten hier abkriegt. Der kriegt ein bisschen an Zeit, aber nicht so viel. So sollte das dann stimmen. Dann müssen wir auch hier natürlich eine 10er machen. Lillard 35, Harris 30, Daytona 35, Outlaw 30, Jokic 35. Love 20, Hartenstein 18 Minuten, Mason 15, Curry 12, Bertrand 10. Ich denke, das passt. Systembeherrschung, perimeterlastig passt natürlich perfekt. Ich glaube, es gibt nichts, was besser passt. Na, ausgeglichen maximal, aber wir bleiben bei perimeterlastig. So. Auf jeden Fall 12 Minuten. Das heißt, wir haben alles an Einstellungen gemacht. Wir summieren mal kurz hier vor, bis zum Start natürlich. Tagesansicht. Können wir ja mal kurz machen. Und zwar gucken wir uns mal an die ersten Ergebnisse. Rockets haben die Sixers besiegt und die Kings haben die Clippers besiegt. So, für jeden, den es jetzt nicht interessiert, der kann jetzt tatsächlich schon abschalten, denn ich mache jetzt Folgendes. Ich gucke mir jetzt jedes einzelne Team an. Wie gesagt, es gibt Leute, die wird es interessieren, es gibt Leute, die interessiert es nicht. Ich persönlich bin da immer mega interessiert dran, wie entwickeln sich die Teams. Das heißt, es wird in dieser Folge nur noch das passieren, dass ich mir jetzt alle Teams einmal angucke und eine kleine Prediction oder einfach meine Meinung abgebe, was die können und was nicht. Wenn ihr daran interessiert seid, bleibt jetzt dran. Für jeden, da bin ich so fair und sag, ey, ich will eure Zeit nicht verschwenden. Wenn ihr sagt, ey, das interessiert mich alles gar nicht, ich will nur sehen, was bei dir abgeht, ist ja auch verständlich. Derjenige kann jetzt abschalten, aber für jeden, der sich jetzt interessiert, wie die NBA in der Saison 23/24 ansieht, der bleibt jetzt dran. Und zwar, wir fangen mit den Philadelphia 76ers an. Embiid weiterhin ihr Star und Simmons ihr Co-Star. Eine Kombination, die bisher nicht so erfolgreich war in echt, und das diskutiert man auch sehr viel. Da haben sie Andrew Wiggins, Jalen Adams, Anobi, Barnes, interessant, Taco Fall, Tronten und Co. Ich sag mal so, gutes Team. Die können auch einen Top Seed kriegen in der Regular Season, aber Playoffs rechne ich denen keine Chancen aus in Sachen boah, NBA-Finals auf gar keinen Fall. Eastern Conference Finals vielleicht, je nach Konstellation, aber ich sag mal so, ich würde eher rechnen, zweite Runde Playoffs und das war's. Milwaukee Bucks, das sieht schon mal besser aus, wenn ich mir das im ersten Blick angucke. Antetokounmpo war ja die letzten Jahre komplett allein. Hat nur noch 2 Jahre Vertrag. Für die Bucks geht es natürlich auch darum, ihn zu halten, denn er hat alles abgerissen, was es geht an Awards. Vierfacher MVP, dreifacher Defensive Player of the Year, mehrfacher NBA All-Star. Besser in Punkten in der letzten Saison und und. Er ist eigentlich der beste, was heißt eigentlich, er ist der beste Spieler der Liga, aber hat keinen Titel und hatte keine Chance auf den Titel. Jetzt haben sie Bradley Beal als Co-Star geholt und seinen Ex-Spieler. Aaron Rapp, Chapman, Batum. Ja, hier wird schon wieder dünner, muss man sagen, aber sie haben immerhin Beal endlich mal einen Shooter neben Antetokounmpo. Das war sehr, sehr wichtig. Mit Chapman hat man sogar noch einen Mann. Den hat man gedraftet in der zweiten Runde 2020. Und das ist aber sein erstes Jahr. Er hat wahrscheinlich seine Zeit irgendwo in Europa oder so verbracht. Er kann Dreier sehr, sehr gut shooten. Also sie haben es gelernt. Antetokounmpo, der Topmann, und daneben brauchst du halt eben Beal und dann von der Bank noch Chapman, Batum, Cabarrot. Ich sag euch ehrlich, ich traue den Bucks es zu, in die Eastern Conference Finals zu kommen. Ich glaube aber trotzdem, dass sie auch nicht in die Finals kommen werden. Ihr wisst schon wahrscheinlich wegen welchem Team. Chicago Bulls, Griffin, Sexton, Turner, interessant, White, Langford, Keefe, TJ McCollum, okay.
Gar nicht mal so ein übles Team. Die Bulls, ja, kein übles Team. Playoffs sind möglich, aber auch nicht safe. Aber die sind möglich mit dem Team. Aber in den Playoffs wäre nicht viel möglich. Ich glaube, erste Runde, das ist auch das höchste der Gefühle. Dafür sind Blake Griffin und Co. nicht stark genug. Cavaliers. Sie haben sich Capella geholt. Das ist eigentlich eine super Verstärkung für die nächsten 4 Jahre. Garland haben sie auch noch 4 Jahre. Porter. Aber sie haben ein breites Team. Sie haben halt eigentlich einen super Mann hier mit Capella. Das kann klappen. Garland und eben Porter, die dann eben das Pick and Roll laufen können. Osman irgendwie bei 80 stehen geblieben. Schade. Das Team ist ja nicht scheiße. Ganz im Gegenteil. Das Team ist okay bis gut. Aber es ist irgendwie kein besonderer Spieler mit dabei. Und dementsprechend, ich glaube, die Cavs, die können eine bessere Rolle spielen als in der Vergangenheit. Gerade durch den Mann hier. Der bietet ihnen eben Optionen an. Ist das aber natürlich auch nicht das moderne Spiel der NBA. Aber ich sag ja, Playoffs werden sie trotzdem nicht erreichen. Celtics. Boah, das Team ist echt schlechter geworden, ne? Brown, Walker. Ah. Ja, wenn ich mir das jetzt echt mal vergleiche mit dem Cavaliers Team, das ist in der Breite sogar besser. Ich sag euch so, die Boston Celtics werden strugglen. Playoffs? Boah. Ich muss sagen, vielleicht bei den Cavs, die können die Playoffs vielleicht doch eher schaffen, wenn ich so Boston sehe. Ich sag mal, Cavaliers glaube ich irgendwie nicht dran, aber sie können es schaffen. Bei Boston sehe ich es ähnlich. Irgendwie, weil es Boston Celtics ist, glaube ich da eher dran, weil sie eben Walker und Brown eben zwei so starke Spieler haben. Aber wenn sie in die Playoffs kommen, dann eher eng. Irgendwie sowas Platz 6 oder so. Clippers, Porto Junior, Kuzma, Schröder, Ntilikina und Co. Aber im starken Westen keine Chance. Oder was heißt keine Chance? Das ist immer doof gesagt. Das Team ist gut. Die müssen alle fit sein, somit sie eine Chance haben. Aber ich sehe die Clippers eher nicht in den Playoffs. Ich glaube, es wird wieder eng nicht, so wie im letzten Jahr. Grizzlies, Morant, Jackson, Harrell. Das ist ihre Top 3. Clark, Ekeler. Ah, das Team ist auf jeden Fall hier auch Emmanuel Batista. Das ist ein Team, das ist eigentlich Playoff-ready. Die werden um die Playoffs wieder mitkämpfen. Ob sie einziehen oder nicht, ist schwierig zu sagen. In den Playoffs selber haben sie auch eher, mit Glück vielleicht zweite Runde, aber dann muss es schon wirklich passen vom Gegner her, aber mehr traue ich ihnen sonst nicht zu. Ja, Atlanta machen wir es kurz, sie kommen in die Playoffs. Young, Collins, Reddish, Hunter fällt lange aus, aber kommt vor den Playoffs zurück. Wichtig natürlich, der hat eine 87 dann. Boah, 87, 90, 96, eigentlich sind sie auch echt. Boah, das ist ein gutes Team. Das ist ein richtig krankes Team sogar zum Teil. Daniel Theis unter anderem. DeRozan. Ich sag mal so, die Atlanta Hawks sind absolut ein Team, das auch in die Finals der Eastern Conference kommen kann. Ganz wichtig natürlich immer das Matchup, ob es klappt oder nicht. Aber Eastern Conference Finals ja. NBA Finals, glaube ich nicht. Dafür gibt es einfach dieses eine Team, zu dem wir noch kommen werden. Miami Heat, Gobert, Butler, Fultz, Hero, Walker, Lydon. Kein schlechtes Team, die Heat. Kein überragendes Team und ich glaube, sie werden es nicht schaffen. Ja, obwohl auch hier wieder, sie können drum kämpfen. Es wäre nicht mega überraschend, wenn sie es schaffen, aber oh, weiß nicht. Ich sehe sie da jetzt nicht so unbedingt drin mit dem Kader. Ich glaube nicht, dass sie es packen. So leid es mir um die beiden hier tut. Charlotte Hornets absolut, absolut, absolut. Also die sind für mich auch Eastern Conference Finals theoretisch. Die haben jetzt viel Erfahrung gesammelt. Brockton dazu bekommen, Cage, Markkanen, Robinson, Derrickson, Wendler, Isaac, Hart. Ich meine, bei den Hornets war ich schon ein, zwei Mal so, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe da mal ins Risiko. Ich glaube aber, dass die Hornets, gerade auf den Guard-Positionen jetzt mit Brockton und mit diesem Mann hier mit Cage, sage ich euch ganz ehrlich, boah, also wenn es jemand gibt, der überraschen kann, dann sind es die Hornets. Wobei das Team eigentlich krass ist, es wäre keine Überraschung. Ich sag aber mal so viel: Die Charlotte Hornets traue ich es vielleicht noch am ehesten zu, die Nets zu schlagen, weil sie haben einfach sehr, sehr starke Spieler, ein sehr, sehr breites Team.
Ich sage mal, Eastern Conference ist möglich. Und NBA Finals ist es das einzige Team im Osten, wo ich sage, okay, nicht die Bucks, nicht der Rest. Außer es gibt jetzt noch ein Überraschungsteam, was ich mir gleich ansehe. Aber am ehesten sage ich, die Hornets packen es gegen die Nets. Ich glaube zwar auch eher nicht, aber wenn, dann sind sie das Team. Utah. Ich meine, rein vom Kader, was soll man da sagen? Stark. Super stark. Mit den beiden hier sogar ein absolutes Dreamteam, das auch noch relativ jung ist. PJ Easley, Bonga und Co. Das ist ein Team, das auf dem Papier ist das ein Playoff-Team. Auf dem Papier ein Playoff-Team, in der Realität sieht es halt so aus, dass sie es nie gebacken gekriegt haben. Aber ja, Playoffs sind möglich. Mehr glaube ich eher noch nicht. Aber Playoffs sind möglich mit dem Team. Würde mich aber nicht wundern, wenn sie wieder enttäuschen. Das ist irgendwie in der ganzen, ja, in meiner ganzen NBA 2K20-Serie sind die Utah Jazz eine reinste Enttäuschung. Die Kings. Letztes Jahr richtig bitter verkackt. Neunter geworden, weil sie die letzten Spiele alle verloren haben. Auch hier auf dem Papier absolutes Playoff-Team. Super breites Team. Richtig stark. Sie haben zwar keinen Megastar, aber immer mit Fox und Bagley zwei. Wow, Megastars sind sie nicht, aber sie sind auch noch jung und haben das Potenzial dazu. Buddy Hield ist ganz stark. Playoffs können sie erreichen. Müssen dann aber, ja, gerade gegen Ende eben die Luft behalten. Weil sonst wird es schwierig. Aber Ivan Malone hat sich noch verbessert. Ich sag schon, die Kings. Das ist ein Playoffs-Team eigentlich. Die Knicks. Ja, die Knicks. Mit Carter, Okoji, Knox, Bidsdale, Williams und Co. Sieht gar nicht mal so stark aus, aber. Weiß nicht. Die Knicks. Irgendwie bisher hatten wir noch gar kein Trash-Team. Ist euch das aufgefallen? Jedes Team hat gewisse Spieler, die echt gut sind. Es ist echt nicht so leicht zu predikten. Die Knicks sind aber für mich so ein Team. Ja. Ich glaube eher nicht. Ich glaube eher nicht. Mein Gefühl sagt mir nein. Mein Gefühl sagt mir einfach nein, sie werden es nicht packen. Auch wenn es nicht so schlecht ist, das Team. Lakers, nein. Absolut nein. Also, sorry, man hat sich Varun Daytona nicht geschnappt. Oladipo, ich sag's schon oft, ich feiere ihn. Conley finde ich auch in echt extrem overrated. Man sieht sie auch aktuell bei Utah in echt. Fand ich schon immer wirklich extrem overrated. Ja, Bridges. Naja, das ist kein Team. Das ist ein Tanking-Team. Momentan. Tanking ist vielleicht zu hart, aber selbst wenn sie wollen würden, glaube ich nicht. Also ich glaube sogar relativ klar wieder, dass sie nicht in die Playoffs kommen. Orlando Magic, Playoff-Team. Ingram, Randall, White, Smart, Makura, die können in die Playoffs kommen. Allen voran, da Ingram hier perfekt funktioniert. Man sieht es ja auch gleich hier. Letztes Jahr hat eine Riesensteigerung gehabt. Er passt einfach in dieses Team. Das ist sein Team. Er kann hier der Einführer sein. Und dementsprechend passt das einfach. Auch Randall macht seine Sache super gut als zweiter Star hier. Das passt. Die kommen in die Playoffs. Boah, NBA Champ, absoluter Contender. Das erste Team, wo ich auch wirklich nicht nur sage, ah, kommen sie in die Finals oder nicht, sondern wo ich absolut sage, Contender ohne Wenn und Aber. Davis, boah, Monster, 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 Monster. Doncic, überragend. Passt einfach überragend, diese Kombi. Da musst du sehen, starten die beiden hier oder kommt einer von den beiden von der Bank, was geistesgestört wäre. Und wenn die beiden starten, dann kommt Bam Adebayo von der Bank, was genauso geistesgestört ist. Hast du noch einen Mason? Du hast einen Thaler, einen jungen, guten Mann, der eben gut shooten kann. Hier sehen wir, der hat zwar nicht die höchste Gesamtbewertung, aber er ist ja auch nicht der entscheidende Mann, wenn zum Beispiel Doncic, wenn er zum Beispiel von der Bank kommt, um Doncic zu ersetzen, oder wenn er halt eben startet neben Doncic, wenn der den Point Guard gibt. Kann man auch mal hier sehen. Ja, dann noch Kadem Allen. Gutes, breites Team. Auch nochmal hier die zwei Point Guards. Also. Absoluter Contender, die Mavericks sind Contender. Kommen wir vom ersten Contender, den ich klar so deklariere, zum nächsten. Zweifache Champs. Kyrie unter anderem MVP, zweimal Finals MVP. Durant haben sie immer noch in seiner Prime mit 35. Jared Allen wurde immer Stück für Stück besser. Dinwiddie, Prince. Die Breite des Kaders ist weiterhin da, auch wenn nicht mehr ganz so krass, muss man sagen. Also, obwohl, ja, hier hat man schon mal 5, 6, 7, 8. Immer noch sehr breiten Kader mit 8 Spielern von 78 oder mehr. Wobei das war in der Vergangenheit noch ein bisschen krasser. Aber weiterhin absoluter Contender. Im Osten für mich auch nahezu unstoppable. Hornets vielleicht.
Antetokounmpo und Co. glaube ich irgendwie nicht dran, wobei sie auch deutlich stärker sind als in den letzten Jahren. Aber ich sag mal so, Nets auch absoluter Contender. Denver Nuggets, boah, die sind mit Jokic und Kawhi nicht in die Playoffs gekommen. Dann sage ich, dass sie nur mit Kawhi nicht in die Playoffs kommen. Gutes Team an sich, nicht schlecht, aber nicht gut genug, um es kurz zu machen. So stark auch Kawhi ist, no chance of the playoffs. Indiana Pacers, die gehen voll auf Zukunft, muss man sagen. Man sieht das Team hier ja auch relativ jung. Haben ja auch Daytona abgegeben. Sind ein breites Team, haben ein breites, junges Team. Ich glaube, für die wäre es gar nicht so tragisch, wenn sie nicht in die Playoffs kommen. Chancen haben sie, wenn dann als Achter vielleicht so. Aber ich glaube eher, ja, obwohl, könnte knapp werden, aber ich sag mal so eher nein. Aber ist für die auch gar nicht so schlimm, da sie noch ein, zwei Jahre Zeit haben, um sich zu entwickeln. New Orleans Pelicans, Zion Unstoppable, die kommen in die Playoffs. Zion, Ball, Macy, Harris, Dumbum, Kuya, Chile und Co. Japan, die sie einfach mal geholt haben. Starkes Team. Super starkes Team. Mit Zion als Anführer. Die kommen in die Playoffs natürlich. Pistons. Murray, Nurkic, Vucevic, Parker, Smith. Ich glaube, die Combo hier, ne? Wobei, was heißt Combo? Die kannst ja sogar mehrere spielen. Die haben dauerhaft auf Center einen Topman. Die haben dann Murray hier. Sanakis. Ich sag mal so, vielleicht von den Gesamtstärke-Teams hatte ich mehrere Teams, wo ich gesagt, die kommen eher nicht in die Playoffs. Obwohl sie nicht so schlecht aussehen. Die Pistons. Ich weiß nicht, irgendwie diese Combo hier. Murray, Nurkic. Oh, kann klappen. Kann klappen. Würde mich aber nicht wundern, wenn es nicht klappt. Raptors kommen in die Playoffs, würde ich sagen. Siakam, DeAndre Jordan, Huerter, Steven Adams, Covington. Ist ein gutes Team, ist ein Team, was sich auch so richtig auf dem Zenit befindet, wenn man sich das Alter mal so anguckt. Der Top-Spieler hier, Jordan, Turner und Co. Man sieht so langsam, auch ein Siakam gibt an die 29. Die sind so gerade so noch in ihrer Prime, die meisten. Beziehungsweise schon leicht drüber. Schwierige Zeiten kommen auf die Toronto Raptors zu, aber ich glaube, in diesem Jahr schaffen die nochmal die Playoffs allen voran, dank Pascal Siakam. Rockets. Kein Capella mehr, dafür Middleton. Neu geholt. Playoffs natürlich. Harden, Westbrook und Middleton. Als Backup noch ein Rozier, Forbes. Ha, Bank ist natürlich nicht die. Aldridge sogar, krass. Seit diesem Jahr, oder? Ja. Letztes Jahr bei Houston noch 16 Punkte gemacht. Ah ne, das ist das erste Spiel gewesen. Die haben ja schon ein Spiel gemacht. Okay, interessant. Middleton ist, glaube ich, ein super Part. Ich habe ja vorhin über die Raptors geredet, aber wenn man hier sieht, oh, die Houston Rockets, vielleicht die letzte Saison, wo, vielleicht nicht letzte, aber definitiv die letzten 1 bis 2 Jahre, wo sie nochmal was holen können. Ich glaube, die Rockets Playoffs, ja, ganz klar. NBA Finals vielleicht. Contender. Ich tue mich da schwer mit. Möglich ist es aber. Möglich ist es, muss man sagen, mit den beiden und Middleton. Wenn es funktioniert, ist es möglich. San Antonio Spurs, Tatum, Murray, George, Williams, Graham. Die können in die Playoffs kommen. Aber ja, zweite Runde vielleicht sogar noch. Aber ich glaube nicht, dass sie großartig was reißen werden. Also was heißt nicht großartig reißen? Ich sage mal so, zweite Runde Playoffs ist okay. Mehr glaube ich nicht. Suns auf dem Papier auch immer so super. Waren sogar in der zweiten Runde der Playoffs. Sind ein Playoff-Team. Möglich ist es. Aber irgendwie traue ich dem Team auch nicht mehr zu. Auch wenn die so mega Werte haben. Erste bis zweite Runde Playoffs, sage ich Suns. Oklahoma, Alexander und Drummond bilden hier das Duo. Goodrich und Falcone. Die Thunder sind gut aufgestellt. Aber ich glaube, das könnte eine zu große Lücke sein. Sie hätten noch so einen dritten guten Pfeiler gebraucht für die Western Conference. Noch so einen 85er oder so. Wobei, schwierig. Ich glaube, das wird nichts für die Oklahoma City Thunder. Aber es ist nicht unmöglich. T-Wolves, Towns, Culliver.
Ah. Schwierig. Wenn Towns eine MVP-würdige Saison spielt, dann ja, aber wenn ich mir das angucke, was er die letzten Jahre so fabriziert hat, dann sage ich ganz klar nein. Towns muss halt wirklich 25 und ja, 13 eigentlich werfen. Vielleicht sogar bei den Rebounds noch einen Ticken höher gehen. Ich glaube, nein, Timberwolves kommt nicht in die Playoffs. Wir sind Contender. Wir haben die drei hier. Zwei Megastars, wie sie kaum ein anderes Team hat, außer Dallas und Nets. Wir haben zwei Megastars. Wir haben Warren Daytona. Auch hier noch gute andere Rollenspieler. Love, Harris, Outlaw, Hartenstein. Gute Bank. Wir haben gute verschiedene Spieler auch auf der Bank. Mason, guter Playmaker. Harris kommt ein guter, schneller Shooter von der Bank. Love, ein guter Stretch-Vierer. Hartenstein, Scorer. Haben auch noch mit Whiteside einen guten Shotblocker. Wir haben ein gutes Team. Wir haben ein gutes, vor allem ein Team, das variabel spielen kann. Ich denke, wir sind Contender, ja. Ich sag, neben den Nets, neben den Dallas Mavericks sind wir Contender Nummer 3. Golden State Warriors, Curry, Russell, Thompson. Der Zenit ist so langsam, ja, bei manchen Spielern schon überschritten, sogar wie bei Thompson. Aber die Warriors sind die Warriors. Curry ist auch geistesgestört. Ich sag mal so, zweite Runde Playoffs mindestens. Eventuell sogar Western Conference Finals Contender, sage ich eher nicht. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich zweite Runde Playoffs sagen. Wizards. Eigentlich gar nicht so schlechtes Team, wenn man ehrlich ist. Julian Jones, Rookie of the Year letztes Jahr. Sabonis, das heißt, die haben sich gut verbessert. McCollum ist halt kein Franchise-Player, aber Julian Jones übernimmt die Rolle ja immer mehr. Beziehungsweise ist es eigentlich schon. Er muss sich halt statmäßig noch deutlich steigern. Schafft er hier aber einen großen Sprung? Können die Wizards in die Playoffs kommen nach langer Zeit mal wieder? McCollum eben die perfekte zweite Scoring-Option mit Sabonis, einem guten Power-Forward, Hardaway, Small-Forward dabei. Das Team ist auch richtig deep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Waren das jetzt 10? Also hier haben wir 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja. 10 Spieler mit 77 und mehr, wobei ja auch nur 2 unter 70 sind. Das heißt 8 Spieler über 80 und 2 halt auf einen hohen 70er Wert. Auf jeden Fall Playoff-Team. Washington Wizards können es schaffen. Ja, das war's dann auch schon mal. Das heißt, das war eine sehr lange Folge. Wie gesagt, ich habe euch ja auch irgendwann mitten in der Folge gesagt, wem es nicht interessiert, hätte abschalten können. Wir gucken uns auch noch kurz die Free Agents an. Otto Porter Jr. kann ich mir aber nicht mehr holen, ne? Ist zu teuer. Ich habe auch maximal 15 Spieler im Kader, noch ein paar interessante Männer sind hier aber mit dabei. Aber, oh, Moritz Wagner auch. Aber nun gut, auf jeden Fall erwartet uns in der nächsten Folge das Spiel hier, der Saisonstart 2023-24 mit unserem neuen Team. Wir sind auf jeden Fall komplett neu sortiert. Wir spielen auch gegen die Boston Celtics, bei denen sich eher wenig getan hat. Ich hoffe, diese XXL-Folge hier hat euch gefallen, gerade die Predictions und so weiter. Schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Das sind gerade so Sachen. Ich meine, ich mache sie mega gerne. Ich analysiere die Teams so oder so. Ich finde halt, ich kann das dann auch aufnehmen, wenn es euch auch interessiert. Wenn ihr aber natürlich sagt, nee, interessiert mich überhaupt nicht. Und wenn es halt allen so geht, dann brauche ich es ja nicht aufnehmen, weil es sonst eine unnötig lange Folge ist. Ich persönlich fand es mega interessant, mir alles anzugucken, euch das alles auch zu erläutern. Deswegen tippt das gerne in die Kommentare. Das ist gerade so ein Punkt, das interessiert mich extrem. Das wird mir sehr gefallen, wenn ihr da euer Feedback da lässt. Seid auf jeden Fall auch bei der nächsten Folge dabei gegen die Boston Celtics, wenn es dann heißt Saisonstart 2023-24. Ich bin richtig heiß auf die neue Saison, denn wir sind Contender. Und ja, euer Veloce meldet sich mit den Worten hier ab. Und bye bye.